Okay, bringen wir es hinter uns. Name? Larry. Larry Leffer. Wie ist dein Name, Süße? Anu Singh. Ich bin deine Pflichtverteidigerin. Hey, du warst doch auch vorhin im Hell's Paw. Danke, dass du mich nicht angesprochen hast. Pflicht? Du solltest es als eine Ehre ansehen, mich verteidigen zu dürfen. Du kannst gern deinen eigenen Anwalt anrufen, wenn du einen hast. Das dachte ich mir. Was wird mir eigentlich vorgeworfen? Eine ganze Latte. Sexuelle Belästigung eines Gargoyle. Der Gargoyle hat angefangen. Es war dunkel, ich hatte getrunken. Der Gargoyle hat angefangen. Vergiften einer Internetpersönlichkeit. Hexenjagd. Beschädigung eines Glücksspielautomaten unter Zuhilfenahme eines illegalen Nagetiers. Das war alles eine Idee der Ratte. Beleidigung einer älteren Dame. Die hat mir sogar einen Dildo geschenkt. Illegales Plakatieren. Die Chemtrails haben mich dazu gezwungen. Unser Dorf soll schöner werden. Unser Dorf soll schöner werden. Ausübung einer Tätigkeit als Privatdetektiv ohne Lizenz. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Vortäuschung einer Qualifikation als Internettechniker. Mode kommt von Modem. Mode kommt von Modem. Erzeugen eines Risses im Raum-Zeit-Kontinuum durch Ignorieren des Kanons der Vorgänger. Es war dunkel und... Okay, das gestehe ich. Das dürfte ja wohl für den Moment reichen. Kann ich jetzt gehen? Ich warte auf meine Ablösung. Die kann sich um deinen Fall kümmern. Gerade habe ich wirklich wichtigere Dinge zu tun. Sollte jemand die unverschämt hohe Kaution hinterlegen, darfst du natürlich gehen. Aber bis dahin verhältst du dich besser still. Hey, Knastbruder. Schwester. Was hast du verbrochen? Hallo, ich warte auf meine Leibesvisitation. Warum so laut? Weil dieser heiße Arsch in Uniform schwerhörig ist. Weißt du, dass das der bestaussehendste Mann in der ganzen Stadt ist? Kann noch eine ganze Weile dauern. Mach es dir unterdessen bei mir bequem. Mhm. Du hast das eingerichtet? Sieht irgendwie tuckig aus. Scheint, als wäre nicht nur dein Modegeschmack veraltet, Süßer. Inzwischen sind Menschen wie du und ich doch total in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Moment. Denkst du vielleicht, ich wäre... Kleiner, keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei Bruder Tuck so sicher wie die Jungfräulichkeit von Maria in einem Stall voller Engel. Ich bin nicht schwul! Natürlich nicht. Und ich habe meinen Schwanz auf gar keinen Fall hinten hochgeklebt. Du hast einen Penis? Das fragt man doch keine Lady. Ich bin schwer verwirrt. Ich bin wirklich unschuldig. Wirklich? Wie langweilig. Stehst du etwa auf böse Jungs? Nicht nur auf die, auch auf die bösen Mädchen. Wo ist mein ganzer Kram? Da kommst du nicht ran, Schätzchen. Die liegen alle in der Asservatenkammer. Aber dein Piefund liegt dann auch auf dem Safe. Das müssen sie noch bearbeiten. Da muss man doch irgendwie rankommen. Wenn du mit den Händen so geschickt bist, wärst du ein heißer Kandidat für meine... überfällige Leibesvisitation! Du scheinst dich da ja ganz schön drauf zu freuen. Ich mag es einfach, von starken Männerhänden überall angefasst zu werden. Außerdem habe ich noch eine Überraschung in mir versteckt.
Ich musste ja fragen. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Mir fällt bestimmt etwas ein. Aber sieht das etwa so... Aber wenn ich dir zu deiner Untersuchung verhelfe, hilfst du... Halleluja! Warum wollen die dich nicht untersuchen? Genau das frage ich mich auch. Die letzte Leibesvisitation ist schon wieder 3 Tage her. Moment. Eine Drag Queen tut, was eine... Drag Queen? So wie in der Cocky Horror Picture Show? Na, Lust auf einen Time Warp? Nicht schon wieder! Ruhe da drinnen, sonst komme ich raus! Da hast du deine Antwort. Wir müssen etwas finden, was laut... Da führt es nach draußen, dass ich einmal die Welt durch Gitter... Irgendwer hat vor dem Polizeirevier... Pömpel. Okay. Was haben wir hier noch? Poster? Lady Gaga Poster? Nicht anfassen! Werbung für eine... Ich habe versucht, mein eigenes Paar... Golden Rain. Hat aber nicht so gut funktioniert. Das widerliche Zeugs kannst du ruhig... Ich habe eine Ahnung, wie man Parfum-Knast herstellt. Der Golden Rain. Nein, ich will es nicht wissen. Hey, ich habe alles mit viel... Keine Sorge, ich leide... Das wäre ja... Stempelkissen. Ich würde rankommen, aber... Okay, was habe ich hier? Ich habe einen Pömpel. Braucht der Pömpel einen... Stiel habe ich nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Ich kombiniere erstmal alles mit allem irgendwie. Das muss nicht parfümiert werden. Mal sehen, ob das laut... Schaut nicht. Hey, was soll der... Meine Zellennachbarin... Genau, ich warte schon die... Was? Du bist schon... Das mache ich nicht mehr. Von mir aus könnt ihr beiden euch selbst darum... Ich will... Die hat wichtigere... Ich auch. Ich wollte... Okay. Auch. Hilft mir also nicht weiter, das Ganze. Mit der Lichterkette und so viel schon? Nee. Besser nicht. Das Nein. ist gut so, wie es ist. Okay. Nope. Nope. Das lässt sich nicht... Das ist gut. Besser nicht. Das muss nicht... Das ist gut. Das hilft mir. Das ist gut. Das hilft mir nicht. Okay. Also alles mit allem da kombinieren funktioniert nicht. Hey, Knastbruder. Dann durchsuchen. Gib dir etwas mehr... Sie... Was sie fragen kann, dann wird als Gedicht auf links gewendet. Okay, also. Also, wie sie hier lagen kann und wird, ihr Gesicht gegen Bier verpfändet. Ich hatte schon schlimmere Dates. Officer, ist das Ihr Prügel oder freuen Sie sich, mich zu sehen? Wie macht man das denn auf? Vorsicht, das ist nur mit der Heißklebepistole fixiert. Das ist aber groß. Ach, sie schuft. Ich bin Jungfrau. Hey, ich auch. Also, vom Sternzeichen her. Oh, sie haben aber kalte Hände. Oh, und so feucht und... Oh. Was ist das denn? Ups, wie ist das denn da reingeraten? Okay, ich muss mir jetzt erstmal die Hände waschen. Ich brauche jetzt eine Pause. Und ich wünschte, ich könnte das alles schnell vergessen. Eine Gurke, natürlich. Pömpel. Eine Gurke mit Saugnapf. Das hilft mir jetzt was? Eine Gurke. Besser nicht. Was hilft mir das jetzt? Ah, okay. Ah, okay. Dann nach dem Pi-Phone werfen.
Ja, okay. Hallo, Pi. Wie kann ich dir weiterhelfen, Larry? Na, hast du mich vermisst? Oh. Ich muss hier irgendwie raus. Ich bin unschuldig. Ich rufe deinen Notfallkontakt an, Richard Ryder. Warum ist Dick mein Notfallkontakt? Hat er sich etwa selbst eingetragen, als er... Naja, auch egal. Hol mich hier nur raus, egal wie. Hallo? Ich bin im Gefängnis. Larry, haben Sie dich erwischt? Ich stecke hier in einer Zelle und niemand hilft mir. Larry, es tut mir wirklich leid, dass ich dich so versetzt habe. Du hast was gut bei mir. Ich hol dich raus. Larry, bevor du etwas sagst, möchte ich mich entschuldigen. Weswegen? Ich war mit dir auf einem Date im Hell's Pawn und ich habe mich wirklich darauf gefreut. Und ich habe gedacht, ich wäre über Lance hinweg, aber dann, im Darkroom... Ich bin deswegen auch total beleidigt. Das kann ich wirklich verstehen. Nein, war nur ein Witz. Ich stehe gar nicht auf Männer. Moment. Du bist eine Hete? Warum haben wir dann bei Timber gematcht? Ich bin mir sicher, dass auf deinem Profil steht, dass du bisexuell bist. Diese Prune-Typen meinten, das käme gut bei Frauen an. Oh Mann, Larry. Ich mag dich. Dann sind wir ab jetzt eben Freunde. Ohne Benefits. Ich schulde dir, glaube ich, noch ein Bild. Ich schicke es dir rüber. Ich bin sicher, es wird dir helfen, die richtige zu finden. Danke. Ich aktiviere es gleich mal. Ach, Larry, da wäre noch was, was Lance angeht. Ich habe eingesehen, dass er einfach der Richtige für mich ist. Schluss mit dem Dating-Wahnsinn. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Seit dem Vorfall redet er nicht mehr mit mir und hat mich überall geblockt. Kannst du vielleicht mit ihm sprechen? Lance ist wie Wachs in meinen Händen. Ich mach's. Unter einer Bedingung. Du musst mir die Höchstpunktzahl bei Timber geben. Die brauche ich nämlich für meine große Liebe. Faith. Das hätte ich sowieso getan. Aber klar, abgemacht. Lance sieht ein Problem darin, sich öffentlich zu uns und seiner Sexualität zu bekennen. Er denkt, es hätte Nachteile für ihn. Wenn er doch bloß nicht so viel darauf geben würde, was andere von ihm denken. Ich würde mich so gern mit ihm versöhnen. Wie kannst du denn so offen damit umgehen? Für mich war das nie ein Problem. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mich der weibliche Körper nicht anzieht. Der männliche aber dafür umso mehr. Außerdem haben mir Ikonen wie Lady Gag oder Freddy Quicksilver geholfen, damit offener umzugehen. Aha, also muss ich Lance einfach zeigen, dass er nicht auf Frauenkörper steht, sondern auf Penisse. Und ich muss ihn dazu bringen, an diese schwulen Ikonen zu glauben. Was? Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Es ist ja nicht so, dass man einfach... Kein Problem. Ist schon so gut wie erledigt. Ich bin nicht nur ein guter Liebhaber, sondern auch ein exzellenter Verkuppler. Vielleicht hätte ich lieber jemand anderes fragen sollen. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Eben noch im Knast, jetzt wieder im Geschäft. Larry Leffer ist zurück, Ladies. Bald sind wir zusammen, Faith. Oh, der Polizist hat mir zwar meine Sachen wiedergegeben, aber es fehlt einiges. Und irgendwie sind auch Sachen dabei, die mir nicht gehören. Natürlich. Auf einmal habe ich Sachen, die mir nicht gehören. EIP-Ticket habe ich... Wieso? Das hatte ich doch schon... Ah, nee, hier. Eine Mitgliedskarte für das Fitnessstudio, oh, cool, hat mir der Polizist... Alles klar. Ist ja nur eine Sache. Larry, hast du in dem Club ange... Es war dunkel. Vielen... Was? Du hast uns zwei Riesen... Aaron wird richtig groß rauskommen. Und wir mit ihr. Ich sehe für sie schon... Und dieser Gangbang im Darkroom. Die Leute rennen uns die Bude ein. Seitdem jeder in der Stadt gesehen hat, was du mit dem... Jedenfalls soll ich dir im Namen der Geschäftsleitung... Okay. Ein Gutschein. Warte mal. Ist der auf Haut geschrieben? Darüber... War die Polizei... Das war sie. Hat den ganzen Laden auf den Kopf geschlagen. Immerhin haben sie nur dich eingebuchtet. Ja, darüber... Wie war ein einzig... Die Gleitmittelfontäne funktioniert nicht mehr. Du hast nicht zufällig... Verstopfte Löcher bekommen. Vielleicht kannst du hier ja auch... Bleib. Okay. Stapel Flyer. Das ist ein Blankovertrag. Die suchen offenbar händeringend nach neuen.
getrennter Arm? Was? Was zum? Ein Abgöt? Da hat es wieder jemand zu... Irgendwie kommt die mir sehr bekannt vor. Ich wollte sie jetzt eigentlich nicht direkt mitnehmen, aber... Die hat ein Loch. Ich hab doch Pflaster. Na, siehst du, geht doch alles. Ein Loch gestopft. Ach so, mehrere Löcher. Ein Gutschein von Hell's Pawn. Scheint, als wäre... Haut gedrückt. Irgendwas verstopft den Brunnen. Ich hab doch einen Pömpel. Damit könnte ich es frei... Ah, geht doch. Jetzt sprudelt es wieder. Oh, da ist doch... Warte. Meine Hände zumindest. Der ist ganz glitschig. Den kann man jetzt wahrscheinlich überall draufstecken. Damit bin ich... Die beiden... Das lässt sich nicht... War nur Gedanke. Das hilft mir nicht. Sonst kann ich hier nichts mehr. Gut, okay. Da darf ich nichts mehr rein. Na gut. Kann ich jetzt den Gutschein dem Barkeeper geben, oder? Hä? Auf einmal habe ich eine Flasche Champagner in meiner Tasche. Gruselig. Aber auch praktisch. Okay. Eine Flasche Dom Pérignon. Dom Pérignon, alles klar. Da ist keiner mehr? Nee, da ist keiner mehr. Da kann ich hier jetzt nichts weiter machen. Ein Blankovertrag für ein Slobberpraktikum, okay. Ich hatte neue Timber-Vorschläge. Ich habe jetzt ein schickes Profilboot. Oh, ja, siehste. Aber immer noch die gleichen Matches, okay. An den Matchen. Kenne ich schon, okay, noch nicht. Was ich tun kann. Nee. So. Sind. Dick steht da noch rum oder fahr ich da alles mal hin? Du hast neue Matches auf Timber, Larry. Ich hab doch gerade eben erst geguckt. Ich habe neue Matches. Jetzt habe ich keine Vorschläge, jetzt habe ich Matches. Cool. Okay. KI-Fachfrau. Sapiosex. Oh Gott, das ist ein. Ja, wen noch? Ach, die anderen. Wir sind eine der ersten Beziehungen. Noch nichts. Hat nur 14. Rechtsanwältin. Okay. Und? Was soll ich noch mal mit... Weißt du, Lance denkt, wenn er doch bloß mit sich selbst... Wie kannst du denn für mich... Ach, und kann ich... Ja, schon alles. Okay, komm ich mal da mal rein. Ist sie hier? Oder ist er hier? Oder irgendjemand hier? Hallo. Weg. Wir sehen uns später. Ja. Okay, Hat er mir jetzt hier auch angezeigt? Okay, also sie ist da, sie ist da und sie ist da. Okay, ich fange erstmal im Fitnessstudio an, wenn ich sowieso gerade hier bin. Ja, ich bin doch Mitglied. Ich habe doch hier Mitgliedskarte und so. Frisch gefischt
zugesteckt gekriegt. Ja, das Herr Youth-Wengel. Oh, du hast noch gar nicht deine Monatsration Muskelaufbau bekommen. Hier. Viel Spaß beim Trainieren. Okay. Das Ding ist ja lebensgefährlich. Leichtmittel. Nehme ich. Egal wofür ich brauche. Ich nehm's. So. Oh mein Gott! Hier herrscht definitiv kein Eisenmangel. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so untrainiert wirkt. Larry Leffer, zu Diensten. Larry Leffer? Du bist der Typ, mit dem ich auf Timber gematcht bin? Auf dem Profilbild siehst du aber viel sportlicher aus. Ich habe mich in letzter Zeit etwas gehen lassen. Wenn du meinst. Jedenfalls bist du hier am richtigen Ort, wenn du was aus dir machen willst. Ich bin Diana und ich leite das Studio. Wenn du einen Trainingsplan oder Tipps für Trainingsmethoden brauchst, frag nach Lance. Ich würde mich lieber von dir betreuen lassen. Wie wäre es mit einem Date? Ich habe Regeln. Eine davon ist, dass ich nicht mit Hänflingen ausgehe. Ich bin fitter, als ich aussehe. Im Internet tust du zumindest so. Ja, wenn du wirklich so fit bist, wie du behauptest, hast du ja sicher kein Problem mit einem Test. Nein. Der Amazonen-Herausforderung. Natürlich. Amazonen hatten nur eine Brust, wegen Pfeil und Bogen. Dann dürfte es für dich ja erst recht kein Problem darstellen. Ich will sehen, wozu du in der Lage bist. Siehst du den Sandsack? Zeig mir, dass du ihn zum Schwingen bringen kannst. Kein Problem. Ich habe schon schwerere Dinge zum Schwingen gebracht. Mhm. Hey, Lance. Hm? Willst du dich nicht wieder mit Dick vertragen? Dick? Welcher Dick? Dein Ex-Freund? Das geht dich überhaupt nicht. Keine Sorge, ich werde dir helfen zu dir selbst. Was? Gib mir noch einen. Eher nicht. Das würde ihm. Dir selber? Hm, keine Ahnung. Den zum Schwingen bringen. Okay, gehen wir erstmal die anderen Orte ab. Der Hund ist tot. Die Kugel hat eine. So. Ich spreche erstmal mit meiner Anwältin. Wo immer die jetzt ist. Was gibt's? Kann ich. Nein! Okay. Polizei. Ach nein, das. Ja. Ich möchte mit. Du bist doch schon. Ich hab das. Hau ab! Was geht? Ist Tag. Sie wohnt hier nicht! Tag Ardale ist nicht einmal. Was gibt's? Was gibt's? Ich möchte. Du bist. Ich hab da drinnen was vergessen. Was gibt's? Du. Das war ein. Hau ab! Was gibt's? Ich. Du bist. Ich will doch nur mit dir schlafen. Hau ab! Okay. Ich darf also nicht rein. Psst. Süßer. Kennst du. Was? Warum bist du. Wenn du wüsstest, wie klein meine Casa ist, würdest du verstehen, warum ich lieber. Du schläfst lieber im Knast als in. Süßer, die Mietpreise. Solange du hier drin bist, könnte ich vielleicht deine. Niemals! Ich. Wie schleichst du dich in. Hast du schon mal von den Geheimgängen. Meinst du die. Nein! Ich rede von einem verwirrenden Tunnelsystem direkt unter New Lost Wages. Angeblich haben die Gründer es benutzt, um Waren jeder Art zu. Wie du dir denken kannst, war es während der Prohibition sehr beliebt.
Aber gegen Ende des 20. Jahrhunderts geriet es in Vergessenheit und angeblich wurde es nur noch zum Transport von Bügelwäsche verwendet. Unterirdisches Tunnelsystem. Klingt kompliziert. Damit du dich nicht verläufst, gebe ich dir meine Notizen. Du musst nur einen Eingang finden und dann meinen Anweisungen folgen. Das Wasser fließt ganz stark nach links. Was braucht man dann für echte Drinks? Nicht nur der Baum fällt durch die Axt. Willst du ans Ziel, bleib ganz relaxed. Relaxed. Okay. Psst. Süßer. Hast du noch was zu sagen? Nee. Und jetzt soll ich einen Eingang finden, mal einfach so, mal eben schnell, oder? Gab's halt jetzt nichts mehr. Ach, ich habe den Brunnen repariert, das kann ich ihm ja sagen, ne? Wie war die Gleitmittel? Hab mich schon drum gekümmert. Danke, Larry. Okay. War das hat immerhin. Ja. Okay, dann bringen wir also nichts weiter. Dann. Hier hin. Okay, Haufen Menschenansammlung. Leute, was denn hier? Wie laufen die Bescheid? Die Leute wissen alle, dass bald das neue. Kann ich. Was? Wer bei Prune arbeiten will, muss einen langwierigen Evaluation. Denn hier dürfen nur die Besten. Wie wir? Wir suchen sowieso nur Praktikanten. Und. Ich suche einen. Woher kennst du denn? Ich bin mit ihr auf Wow. Das muss an die. An die kommst du nicht dran. Sie ist die technische Leiterin des neuen P-Phones. Da müsstest du schon hier arbeiten. Das kriegen wir doch hin. Ihr habt doch so einen Blanko-Vertrag oder was? Ein Praktikumsvertrag? Sieht man doch auf den ersten Blick, dass das nicht von. Das ist ja nicht einmal das Pro. Ja, okay. Das hilft mir nicht. Verdammt. Auf jeden Fall ist hier jetzt eine Menschenmasse. Tja, was kann ich denn jetzt tun? Jetzt ist kann ich den. Ach, jetzt ist sie ja nicht hey, mehr da, ne? Ah, okay. Aaron ist ausge. Sie hat dir aber oben ein Paket hinterlassen. Ja, macht glatt. Wird ja sowieso da oben hoch. Paket da. Das muss das Paket sein. Von mal schauen. Hier ist ein Brief von Lieber Larry, danke für alles. Durch deine Hilfe konnte ich meine Karriere richtig durchstarten. Meine Eltern werden stolz auf mich sein. Anbei findest du ein neues Produkt, das mir nachempfunden wurde. Ich hoffe, du hast Spaß damit. PS, kümmere dich bitte um meinen Erdbeerbusch. In Liebe, deine Erin. Oh. Alles klar. Das hilft mir nicht. Okay. Damit könnte ich höchstens bei einem. Bitte verklagt uns. Klick. Oh, romantisch. Sieht so aus, als wäre die Gentrifizierung in vollem Gange. Ich hab doch jetzt die Erdbeer, kann ich doch bestimmt Lefty geben hier für den. Das Klasse. Ist keine gute Idee. Ach, schade. Die beiden sagen. Das lässt sich. Eher nicht. Was kann ich dem denn noch geben? Das würde ihm nicht. Kann ich dir helfen? Also. Hast du weißt schon. Ja, dann nur wenn du. Vielleicht kann ich. Besorge mir noch die neuen Zutaten für das Bab. Okay.
Ja. Ja, angeblich hat eine berühmte Verbrecherbande in den 20er Jahren wahrscheinlich eine urbane Legende. Als ich die Rohre im Hinterzimmer verlegt habe, habe ich mich jedenfalls nicht weit in die Tunnel vorgetragen. Ich war... Man kann auch in den Knast kommen, wenn man Computerspiele kopiert. Also, habe ich mal gehört. Irgendwo. Bis später, Lefty. Computerspiele kopieren. Wer macht dann sowas? Faszinierend, dass meine Alexa sofort zugehört hat, nur weil ich nochmal gesagt habe. Aber hier im Hinterzimmer Rohre verlegt. Den fasse ich so wie der. Das Hinterzimmer wäre doch nur Toiletten. Netter Hut. Den fasse ich nicht so, wie der aussieht. Ach, mysteriöse Tunnel, oder?